So, Freunde, gleiche Welle, gleiche Stelle. Willkommen zu Teil 3. Wir können jetzt hier weitermachen, wo wir aufgehört haben. Das Game scheint bis jetzt stabil zu laufen. Ich hoffe, es bleibt so. Aber wir müssen jetzt hier erstmal ein Ziel suchen, wo wir überhaupt lang müssen. Ich habe auch gedacht, dass wir hier irgendwie mit irgendwelchen teuflischen Kräften irgendwie was... Ach, hier geht's weiter. Ich habe gedacht, dass wir das Tor irgendwie aus den Angeln reißen. Aber okay, hier klettern wir nochmal wie eh und je. Also Megakräfte haben wir bis jetzt noch nicht. Ich hoffe, das kommt noch. Hey, what's that? Ich würde sagen, das ist eine Taschenlampe. Desmond bekommt Seelen nicht nur von seinen Feinden. Vor Strecker sehen verlorene Seelen an vielen Orten. Manche davon sind sogar an Lucifers Spiegel gebunden. Okay. This looks like a lost soul. Come to me. I'll put you to good use. You'll be lost no more. Hey! Take me to your leader, or I'll send you to mine. So, Desmond kann nicht nur für kurze Zeit in einen Dämon. Nee, Desmond. Oh Gott, Desmond kann sich nur für kurze Zeit in einen Dämon verwandeln. Drücke einfach Kreuz nach unten, wenn seine Wutliste gefüllt ist. Okay. Okay. Okay, die Wutliste ist die grüne da unten wahrscheinlich. Wenn er sich verwandelt, dann lohnt sich das aber, kann ich euch sagen. So. Machen wir den Klettermaxe. Ja, schade, ich dachte, wir können ja irgendwie durchs Fenster. Vielleicht hat der Typ mächtig was durch, auf dem Kasten. Übrigens, was hier passiert mit diesem Schatten von einer Stelle zur anderen, das gab es im Vampire 2018 auch schon. Bin ich auch vor kurzem erst noch fett gezockt. Ich hoffe ja, dass meine Wutliste bald noch voll ist. Ich weiß leider auch nicht, wie ich meine Energie aufladen kann. So, und lädt sich alleine auf, wenn ich denen ein paar gebe und die dann die Seelen einsammeln. Das geht ja noch. Sehr gut, sehr gut. Killing in the rock. Okay. Ist wahrscheinlich hier weiter, wenn ich das so richtig sehe. Also die Grafik erinnert mich wirklich an Remnant from the Ashes. Das sieht schon ganz geil aus. So nach einem Zielpunkt suchen. Ah, da oben sieht doch gut aus. Okay, da können wir natürlich locker rüber hier. Ach, die heilige Neune. Ich kann mich bald mal als Dämon verwandeln. Dann wird das Ganze nämlich anders enden. Aber das echte flinke Faust, muss ich sagen. Okay, er war ja auch mal Boxer.
Okay, Verwandlung habe ich hier noch nicht angenommen, weil machen wir erst beim nächsten Gegner. Hat sich hier noch nicht gelohnt. Aber die Anzeige müsste jetzt voll sein. Weiter geht's nach oben. Oh, ich hasse hier so eine Platten. Ich habe immer Angst, dass wir irgendwo einbrechen. Alles klar. Sehr gut. Da geht schon mal das Tor auf. Hier wieder runterlaufen. Ich könnte ja auch runterfallen, aber ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, wie gut der das aushalten würde. Nee. So ein bisschen Fastbelt hier bei der Steuerung. Hier. Ich weiß, ihr kennt noch einer von euch das Spiel Kingpin. Das war auch geil. Das war auch so in so Fabrikgebäuden, auch mit Anfang der 2000er, glaube ich sogar. So ein, oder was, Ende der 90er, auch so ein Gangster-Shooter oder so. Der war auch ganz geil. Now to find their leader. Das ist das Geile, wenn er sich jetzt so verwandelt. Hält lange nicht an, aber... nicht geil, vielleicht können wir da irgendwann nochmal was leveln. So, ich will aber nochmal gucken, Fähigkeiten oben. Warum, Vollstrecker, warum das hier nicht funktioniert. So ist es ja deaktiviert, oder? So müsste es aktiviert sein. So, auswählen. Wir müssen nochmal testen, wenn wir es so lassen, weil ein bisschen komisch irgendwie. Dann kommt Kletter hier hoch. Body parts, entrails, general gore. These guys really made themselves at home here. Und wann der nächste Fight hier stattfindet, an dieser Stelle hier, dass wir irgendwie mal vielleicht mal runterfallen oder so. Okay, da ist was nach unten gefallen. Die Frage hier ist, Punkt macht. Ach, er springt sogar runter, alles klar. The crystals. They seem to transfer power between themselves if they're close together. Ah, sehr gut. Schon gewundert, da. Das sollte ja auch die Zeichnung sein, die wir uns angucken konnten. Kannst du noch ein bisschen mehr aufladen. Also der Balken unten, der wird immer größer, also das heißt, unsere Dämonenkräfte bald wieder anwenden. Gucken wir mal ab hier, würde ich sagen. Ich hoffe, dass wir hier richtig sind. Ich hätte auch links lang laufen können, aber... That barrier cuts the hall in half. I must be on the right track. Irgendwann kommen wir aber schon hier an einen Typen, der sich auch irgendwie verwandeln kann. Guard.
pass auf, jetzt machen wir mal Folgendes. Jetzt aktivieren wir das hier nochmal. Gucken wir mal, was jetzt passiert. Halte X, X zum Ausrüsten. Okay. Aber das hat funktioniert. Wo ist es ausgerüstet? Ja, jetzt funktioniert es auch. Alles klar. Jetzt weiß ich auch, wie es funktioniert. War mein Fehler am Anfang. Ist natürlich schon sehr nice, ne? Also, wieder eine Fähigkeit mehr. Liegt noch eine Seele rum, aber die können wir nicht aufnehmen. Die Grafik und so ist schon sehr geil. Also, die Atmosphäre auch. Ist nice gemacht. Hier lang sein, ne? Sehr gut, hier haben wir noch eine Seele eingesammelt. Ah, hier muss er lang. Also ich persönlich hätte mich nicht getraut, darunter zu springen. Ist auch ganz gut, dass das angezeigt wird. Immer Angst, zu viel Energie zu verlieren. Gleich ist unser grüner Balken wieder voll. So, jetzt haben wir hier schon alle geplättet, das heißt, der nächste böse Gegner, der kommt, wenn wir das mal anwenden. Oh nice, immer wieder irgendwelche Techniken, die es im Dämonenbereich hier verbinden. Ja, das geht so relativ einfach. Jawohl. Und hinauf. Sportlich der Typ, muss ich sagen. Also so viel wie der läuft und klettert. Ja, hier unten leuchtet schon rot. Eine dämonische Kraft hat hier gegen Dämonen gar nichts gebracht. Wahrscheinlich gegen Menschen mehr. Ein bisschen ausweichen. Wenn die klassischen Schläge anwenden. Ja, wir könnten ihn packen. Der ist weg hier. Aber jetzt können wir nochmal packen. Ah, das ist dämonische Kräfte gegen Dämonen bringen irgendwie hier nichts. Ja. Klassischer Boxkampf. Ihm klauen wir jetzt noch die Seele, obwohl er eigentlich schon böser ist. Alter Falter, ey. Der hat ihm aber Kraft gegeben, würde ich sagen. Wenn man weiß, wie die Kraft funktioniert, also mit dem X und mit den Feuerstößen, das ist schon geil. Also, schon sagen. This is real. Or just a nightmare. Dann laufen wir mal weiter. Ich werde immer ganz nervös bei Feuerdampf. Wenn ich Feuerdampf, bei Wasserdampf.
Kann ja sein, dass wir da irgendwas ausstellen müssen oder no, so. No, it can't be dead. It was just... Oh, I don't know. God, I can't remember. Okay. Entweder alte Erinnerung oder ein Geist, um uns zu verwirren. Teach him well and make him forget. He must. Das kriegen wir aber nicht hoch. I will teach him, but to make him forget, I need. Bin gespannt, ob er wirklich aus der Hölle entkommt. Will ich schon fast nicht vorstellen. Den einfach gehen lassen. Lehre. Die Schule der Lehre ist jetzt freigeschaltet. Erweitere das Arsenal, indem du die Fähigkeiten und Kombos freischaltest. Okay. Mit jeder Stufe steigt er immer so. Was ist das für eine Fähigkeit? Okay. Und aktivieren. Ich hoffe ja, dass die alle dann irgendwann auch stärker sind. Ach, hier hinten können wir auch noch was aktivieren. Das haut nicht hin. Vielleicht müssen wir den hier erstmal. Okay, wenn wir den auf X haben, dann können wir den. Ja, mal gucken, ob wir das Ding hier auf B nehmen. Aber man kann immer nur eine Fähigkeit. Oder? Den jetzt auf Y ausrüste? Ja, das funktioniert. Warum kann ich den dann hier nicht auf X? Oder obwohl das ist alles 3 dann aktiviert. Ja. Alles klar, müssten alle 3 aktiviert sein, ne? I don't want it to be this way. They can't have everything and give nothing. Wait. Who's there? The savior and destroyer. At last. Geiles Echo. You know who I am? Sieht so aus wie so ein Priester irgendwie, der sich gegen die Kirche gestellt hat, der da so am Beten ist und. It is you that is the monster. But you do not have to stay the monster. Come and find me. No. Find you. Who are you? I am Muriel. Das ist so ein altes Gebäude. Ein altes Zuhause. Ne? Oh, hat er es geschafft, irgendwie doch rauszukommen und lebt er wieder und alles ist gut? Are you ready? Ja, scharfe Freundin, würde ich sagen. Do I know you? I'm Vera. Sawyer told me you can help me. Hm? What if I can? What do you want from me? So, will you help or not? Sie sieht schon so düster aus, irgendwie. But first, I need some answers. You can have 3. Okay, 3 Fragen beantwortet sie uns. Bin ich immer gespannt. Why did Sawyer send you? Oh, well, he's a busy guy. He has all those executors to manage. It's a lot. I thought the Saw was in charge of Miami. He is, but, well, Sawyer is in charge of them all. What's this savior and destroyer stuff that everyone keeps talking about? All I know is that you're somehow important. Everybody's taken an interest in you. The demons, the generals, hell, even Lucifer personally.
Don't know why. Look, I am just a young demoness. Who's Muriel? No more questions. What? No, wait, you said you'd answer three. Oh, never trust a demon, sweetie. Especially a beautiful female one. Assignment, the usual place. Tell him that time has run out, and reap his soul. Sie ist auch ein Dämon, ja. Ich das so richtig verstanden habe. Wo ist sie jetzt hin? Auf eigene Faust, Kapitel 6, okay. Hätte auch schon nach dem Auftrag. Na, mach ich doch. Komm her, du Auftrag. Dann gehen wir mal in den Garten. Da will er nicht raus, dann gehen wir mal hier rein. Auch nett, dass ich hier mal einen Auftrag suchen muss. Können wir hier rein? Nee. Warum läuft... Ach doch, ja, man muss Joypad runterdrücken und dann nach vorne. Funktioniert auch nicht immer. Boot fahren möchte er auch nicht. Hörst du das ja, ne? Wenn ich hier Aufträge suchen soll. Ich muss Ausschau nach meinem Auftrag halten, ne? Hurra, ey. Okay, hier geht's nach draußen, hier waren wir schon. Ach hier. Ist klar. Auf jeden Fall schon mal ein kleiner Hinweis. For sale, das Haus soll verkauft werden, ist ja klar, weil er ja tot ist. Man merkt auch, dass es schon leicht verkommen ist. Ist ja keiner, dass er noch hier ist. Auch krass, dass die Eier hier schon vergammeln und dann noch rumstehen. Auch die Melone hier, na, die sieht noch relativ frisch aus. Warum geht er eigentlich nicht raus? Das habe ich noch nicht so ganz verstanden. Wobei, das ist hier ist auch eine Scheibe drin, da kann ich auch nicht rauslaufen. Das sah nur so aus. Okay, jetzt müssen wir nochmal gucken. Ja, irgendwas übersehen haben. Okay, man soll nach dem Auftrag Ausschau halten. Ich hab gedacht, okay, vielleicht liegt sie ja irgendwie bei mir im Schlafzimmer oder keine Ahnung. Warum ist sie überhaupt abgehauen und hat sich versteckt irgendwie? Oh, I guess this is my assignment. So, the guy is called Dragon and he runs a nightclub. So I'm gonna visit him right now. During the day. Okay, das soll unser Auftrag sein, ne? Dann mal hin da, ne? Was ich natürlich nicht, ich mich dahin bewege. Da muss ich auch mit dem Auto fahren oder so, ich weiß gar nicht.
Boah, mein Auto hatte ich ja letztes Mal zu Schrott gefahren. Ja, es geht doch nach außen. Sehr gut. Ach doch, Auto ist da, alles klar. Naja, der hat Kohle gehabt, der wird nicht nur einen Wagen gehabt haben. Ich glaube, den anderen, den wir zu Schrott gefahren haben, der war sogar rot oder so. Der hat seinen Kumpel, den er umgebracht hat, den er seine Seelen geklaut hat, der arbeitet für den? Das ist doch der Typ da mit dem Bart, oder? Ich wollte sagen, ist irgendwie komisch. Erschreckt er sich ja selber. Punkt suchen. Ja gut. Ja, langsam kommen wir da näher. Wir müssen durchs Dach einsteigen, oder? Ja, sieht fast so aus. Den Typen holen wir uns auf jeden Fall. Ja, durch die Tür sogar. You scared the girls. Did Sawyer send you? Sieht auf jeden Fall nicht nach einem Endgegner aus, der Typ. What? Wait, nach jemandem, vor dem man sich fürchten müsste. Everything is ready. Tell him I need two more days. One more day. One day and everything is going to be okay. Bargaining is not my speciality. My orders are clear. No. One fucking day and the Fallen One gets him. I'll pinpoint Muriel's location and hand his ass over to you. Muriel? Did you say Muriel? What do you know about him? Muriel? They're very powerful, but he doesn't obey. They told me to find him. Yes, I had orders, just like you and I obey orders. The Fallen One. Ich glaube nicht, dass wir uns da so kaufen lassen. I know places, I know people. You know, you should check in the club, that part of it, of course. You're kind, for your... Cut the shit! Did you find him? It is difficult, this. I find clues, tracks, yes, but Muriel, I dug deep for this, but it is not fucking easy. But I got to one who knows. She is from the other ones. She's... Alter, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. You motherfucker! You had one job and you fucked it up! Now we're equal. Fair fight. Come at me, you piece of shit! We'll never be equal. Stop. Sawyer will not allow you to fight the Savior and Destroyer. Er sagt, ich hätte den Job vermasselt irgendwie. Sawyer is not here. Ich hätte ihn noch umgelegt. Move, bitch. Sawyer sent me to tell you. Tell Sawyer to keep his puppy on a leash. Listen. Understand this. Geil, wie aggressiv er auf sie zumarschiert ist und sie das überhaupt nicht beeindruckt hat. Now, der Typ ist ein bisschen eifersüchtig auf uns. Mine. We command, you obey. That's it. Our cause auch in der Hölle gibt's Konkurrenz, wie man das so sieht. So forget your old life. You gave that up when you chose vengeance. There's nothing, really nothing here for you to hold on to. And understand this. There's no way back. Also, TH spricht dir aber auch beschissen aus. There's a special place in hell for the ones that try to do things their way. The one. What you saw. Alter, was für eine englische Aussprache. It was nothing. It was just the surface. Don't make me show you what lies beneath. I'll talk with Sawyer. There's nothing, really nothing here for you to hold on to. Tja, da ist wohl ein bisschen einer sauer auf uns, wo wir nichts gemacht haben. Naja, kommt ja im Leben oft vor. Und wenn das im
Als Dämon im Tod auch so ist, na dann hurra. Scheint sich ja nichts zu ändern. You were told to keep away. I'm minding my own business. Maybe you should do the same. This is my business. If you don't follow the plan, it could disrupt things. You are too important for that. Why am I so important? In time, all will be revealed. Now, focus on your mission. What mission? I talked with the Saw. He is free to pick up the next assignment for you. Him? God, I hate that guy. Good. A demon needs to hate. But you must stay away from this girl. It will only bring trouble to you and to her. Ja. Maybe er schon wieder. I underestimated you. You have some taste after all. Motherfucker. You better back off, or else. Or else? There is no else. You will shut up and listen. This is business. I have your assignment. I'm all ears. The man is called James. He's a big fish in a development company. He's doing the weekly inspection of a building site close to here. This time, you need to get it done clean. No one will be there to finish the job for you. Alter, fette Bauchstelle. Da soll ich rumklettern? Kann sein, dass ich von da aus dann in das große Gebäude bekomme. That kind of guy. Right from heaven down earth. Should be an easy one. So, Freunde, bevor wir aber weitermachen, würde ich sagen, wir beenden das Ganze hier. Ich bin froh, dass es so stabil läuft und noch nicht abgestürzt ist. Lasst mal einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal. Schreibt mal in die Kommentare, wie ihr das Game findet und ob es bei euch stabil läuft oder abstürzt. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall in eines der nächsten Videos. Bis dahin.